Ja, moin Cello, herzlich willkommen hier in der Schüko Arena. Wie geht's dir soweit? Soweit alles gut, danke. Und selbst? Ja, auch, danke. Ich würde dich zum Anfang mal ein paar Entweder-oder-Fragen konfrontieren und würde dich einfach bitten, dich für eine Sache immer zu entscheiden. Kölner Dom oder Sparrenburg? Kölner Dom. Heim- oder Auswärtstrikot? Auswärtstrikot. Hund oder Katze? Hund. Welche Rasse? Chihuahua. Sommer oder Winter? Sommer. FIFA oder Fortnite? Gar nichts, Call of Duty. Essen selber machen oder Essen bestellen? Von der Frau machen lassen. Spazieren gehen oder Netflix? Netflix. Welche Serie? Boah, gerade keine spontan auf Lager. Gibt es viele Es wahrscheinlich, gibt ne? zu viele, ja. Okay, perfekt. Dann sind wir mit entweder oder durch und dann würde ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen und da bitte ich dich immer nur mit einem Wort drauf zu antworten, okay? Okay. Was war das letzte Lied, das du heute gehört hast? PA Sports Hell. Ohne welche App könntest du nicht leben? Ich brauche keine App, ich könnte ohne alles leben. Sehr gut. Was bist du nicht? Nicht Frühaufsteher. Was bist du? Jetzt sag nicht Langschläfer. Langschläfer. Spontan. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Zwei Brötchen. Dein bester Moment als Fußballer? In einem Wort? Beide Aufstiege. Aufstieg, ja. Ja. Wer war bis jetzt dein bester Mitspieler? Sebiosuku. Deine größte Stärke auf dem Spielfeld? Übersicht. Gibt es eine Sache, vor der du Angst hast und wenn ja, welche? Uff. Schwierig. Und meinst du, wir können am Sonntag etwas holen? Selbstverständlich. Sehr gut. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Du hast bei allen Spielen in der Hinrunde bisher gespielt, kennst also jetzt alle Gegner der ersten Bundesliga. Welches war so bis jetzt dein Lieblingsspiel in der Hinrunde, beziehungsweise jetzt 18 Spiele waren es? Mein Lieblingsspiel wäre, glaube ich, jetzt das Spiel gegen Hertha, weil wir da einfach meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, auch verdient gewonnen haben am Ende. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen Hertha. Und mit all den Erkenntnissen, die ihr jetzt auch in der Hinrunde gesammelt habt, gibt es irgendwie ein Spiel, worauf du dich in der Rückrunde dann nochmal am meisten freust? Vielleicht eine Revanche Ja, oder. auf jeden Fall dann für mich persönlich auch gegen Union das Spiel, da wir da eine kleine Packung bekommen haben und es auf jeden Fall besser können. Und auf das Spiel freue ich mich dann auch auf eine Rückrunde. Jetzt geht es für uns am Sonntag erstmal nach Köln. Du hast sehr viele Verbindungen dahin, bist dort geboren, hast lange dort gespielt. Bestehen noch in irgendeiner Art und Weise Verbindungen zum FC? Und wenn ja, wie sehen die momentan so aus? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin da geboren, ich bin da groß geworden, ich bin dort Profi geworden. Ich kenne sehr, sehr viele Verantwortliche beim FC, viele Mitarbeiter und ja, ich werde dem Verein auch immer verbunden bleiben und ja, das auf jeden Fall. Lass uns doch mal so ein bisschen auf dich gucken. Wenn wir dich im Training ab und an beobachten, dann haust du doch immer mal wieder ganz gut einen raus, schweißt die Dinger in den Winkel und machst schöne Tore. In der zweiten Liga hat es ja zum Glück in Karlsruhe noch mal geklappt, aber in der Bundesliga warten wir leider bisher immer noch auf einen Treffer von Ja. Cello. Kannst du dir das so ein bisschen erklären? Du wirst ja wahrscheinlich auch häufig darauf angesprochen, aber woran liegt das, dass ein so starker Spieler wie du vielleicht dann noch nicht den Torerfolg gefunden hast? Ja, das ist, glaube ich, schwierig zu erklären. Natürlich möchte ich persönlich auch der Mannschaft helfen, indem ich Tore schieße oder auch vorbereite. Ja, jetzt eine Erklärung dafür zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich habe mir was vorgenommen, auch für die Spiele, um mal eventuell gefährlicher zu werden. Ja, jetzt muss ich natürlich noch ins Spiel rüberbringen, auf dem Spiel tragen und ja, ich gebe mein Bestes. Ja, das sieht man ja auch allein daran, dass du zum Beispiel der laufstärkste Spieler der Bundesliga bist. Beeinträchtigt dich das vielleicht nochmal in irgendeiner Art und Weise, dass du dann vor dem Tor eventuell nicht ganz so konzentriert bist oder gar nicht erst in die Abschlussposition kommst, weil du eben eher darauf aufpasst, die Löcher zu stopfen und deinen Mitspielern zu helfen? Ja, das ist auch, könnte eventuell ein Grund sein, aber ich bin generell ein Spieler, der sehr, sehr viel für die Mannschaft tut, auch uns auch gerne macht. Und ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Hindernis ist, Tore zu schießen, weil ich bin ja auch trotzdem noch viel vorne unterwegs. Ja, das jetzt als Grund zu nehmen, wäre, glaube ich, ein kleines Alibi. Schauen wir noch mal rüber nach Köln. Da hat sich in den letzten Tagen ja auch transfermäßig noch mal ein bisschen was getan. Mit Max Meyer und Dennis haben sie schon zwei namhafte Zugänge geholt. Tangiert euch das in irgendeiner Art und Weise? Schaut man da mal mit einem Auge drauf oder bleibt ihr bei euch und eurem Konzept so? Wie ist das als Außenstehender zu Nee, verstehen? also man hat es auf jeden Fall mitbekommen, das ist ja klar.
Aber jetzt spezifisch auf die zwei Spiele einzugehen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir schauen da, wie du auch gesagt hast, auf uns. Wir wollen unser Spiel durchziehen, wir wollen unsere Taktik auf den Platz bringen und ein gutes Spiel am Sonntag machen. Ja, nimm uns da doch nochmal ein bisschen mit. Was erwarten oder was können wir für ein Spiel erwarten nach der Heimniederlage gegen Frankfurt? Ja, wie sieht das Sonntag wohl in Köln ungefähr so aus? Ich glaube, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel werden. Wir wollen von der ersten Sekunde an 100% da sein. Und wir wollen die Zweikämpfe, die wir in Frankfurt nicht gut bestritten haben, in Köln auf jeden Fall anders machen. Wir wollen aggressiv spielen, unseren fußballerischen Aspekt auch auf den Platz bringen. Und ja, es wird auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel werden. Und du sagtest ja zu Beginn des Gesprächs, dass wir am Sonntag durchaus etwas holen können. Wenn du das jetzt vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen begründen könntest zum Abschluss. Ja, ich glaube, dass das ein Spiel auf Augenhöhe werden kann. Auf jeden Fall, wenn wir 100% da sind, kann es auf jeden Fall ein gutes Spiel werden, auch von unserer Seite aus. Und ja, wir haben bis jetzt gegen alle, sag mal vermeintlich in der Tabelle unteren liegenden Mannschaften alle gepunktet. Und ich glaube, da können wir mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen an die Sache rangehen und dass wir es auch in der Rückrunde eventuell und jetzt gerade auch gegen FC am Sonntag schaffen können. Ja, wir drücken euch auf jeden Fall alle zur Verfügung stehenden Daumen und sehen uns am Sonntag in Köln. Danke. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.